Am Mühlhäuser Blobach, wo sonst Kirmes gefeiert wird, steht diese Wand, die in der Feuerwehrsprache Hakenleiterturm heißt, weil tollkühne Männer und Frauen sich mit der Leiter hier einhaken, um anschließend wie Spider-Man bzw. Woman hinaufzuklettern. Einer, der das hervorragend beherrscht, ist auch Patrick Lückemann von der Freiwilligen Feuerwehr aus Mühlhausen, der Local Hero sozusagen bei dieser deutschen Meisterschaft. Sieht sehr hoch aus. Ja. Wie hoch ist denn das? Ich glaube 13 Meter. Wie oft muss man das machen, um wirklich oben anzukommen, Heile? Ich glaube, man muss schon jahrelang dafür trainieren oder ein Jahr muss man schon trainieren dafür. Ein Jahr? Ja. Ich habe nicht mal eine Stunde. Dann wird es nicht ganz so schnell werden. Denn es geht nicht nur ums Hochkommen, sondern auch um die Zeit. Die Schnellsten brauchen nicht mal 20 Sekunden bis in die dritte Etage. Patrick, der schon Zweiter bei der Feuerwehrsport-Olympiade war, ist mit seinen 42 Jahren auch schnell unterwegs. Wie lange machst du das schon? Oh, seit 1996 habe ich mit der Jugend angefangen, mit Löschangriff, und habe mich dann 2004 in die Thüringen-Auswahl reingekämpft. Für die er auch bei dieser Meisterschaft startet. So, jetzt wird's ernst. Denn Patrick zeigt mir die beste Technik, um unfallfrei rauf und auch wieder runter zu kommen. Linke Hand, rechter Fuß und möglichst immer zwei Sprossen nehmen. Hallo, aber ich komme irgendwann auch so in der ersten Etage an. So, geschafft, Patrick. Super gemacht. Weiter so. Etwas traditioneller geht's bei den anderen Disziplinen zu an diesem Wochenende. Wir sind jetzt auf dem Sportplatz in Mühlhausen, wo die traditionellen Feuerwehrwettkämpfe stattfinden. Also Löschangriff, Staffellauf und so weiter. Und da muss man eigentlich durch diese Röhre hier durchschießen. Bei mir ist es ein bisschen mühsamer. Aber ich gucke jetzt mal zu hier beim Löschangriff, der hier geübt wird. Erst und zweiter. Und zwar von Teams, die aus 9 Leuten bestehen. Gruppenführer, Maschinist, Wasserverantwortliche, Schlauchverantwortliche und der Angriffstrupp. Sie simulieren Einsätze ohne Feuerwehrauto, aber mit Pumpe, Verteiler, B- und C-Schläuchen und allem, was dazugehört zur Brandbekämpfung. Diese Mannschaft hier kommt aus Hamburg von der Freiwilligen Feuerwehr Moorwerder. Wie gefällt es euch hier in Thüringen? Ich denke mal, das ist für alle hier ein guter Ort für den Wettkampf, zentral in Deutschland gelegen. Das passt, das Wetter spielt mit. Bei uns im Norden ist es ein bisschen windiger und glaube ich auch nicht ganz so gut. Von daher, wir freuen uns hier zu sein. Auch diese junge Dame freut sich auf die Meisterschaft in Mühlhausen. Guck mal, krümmelt jetzt noch, stillgestanden. Riecht euch. Wobei der Frauenanteil bei der Feuerwehr immer noch gering ist. Nur 8% bei der Freiwilligen und 2% bei der Berufsfeuerwehr. Die Mädels machen heute Nachmittag den Auftakt mit dem Hakenleiter-Wettkampf. Am Sonntagnachmittag stehen dann alle deutschen Meister von Mühlhausen fest.